Ich rufe jetzt auf den von vorhin aufgesetzten Zusatzpunkt 6, zweite und dritte Beratung des vom Bundesrat eingebrachten Gesetzentwurfs zur Änderung des Erneuerbaren Energiengesetzes. Wir hatten vorhin für diese Aussprache 18 Minuten beschlossen. Ich bitte die Kolleginnen und Kollegen, sich an die dreiminütige Redezeit zu halten. Ich habe es schon mal gesagt, wir haben eine extrem lange Tagesordnung heute und es gibt Veranstaltungen, beispielsweise Parteitage, wo die Kollegen tatsächlich rechtzeitig abreisen müssen. So, noch mal. Ja, meine Damen und Herren, so ist es. Die Linken haben heute, beginnen heute ihren Parteitag in Leipzig und auch das werden Sie hier bei Phoenix heute Abend live erleben können. Aber in der Tat geht es jetzt um den zweiten aufgesetzten Punkt, Änderung des Erneuerbaren Energiengesetzes. Etwas ungewöhnlich, aber wegen der Zeit eben nur ganz wenig Zeit. 6 mal 3 Minuten, das ist wirklich die knappeste Beratungszeit, die man so raushandeln kann. Und der erste Redner kommt von der Union, Andreas Lenz. Werte Kolleginnen und Kollegen, wir haben vorhin schon gesagt, vielleicht sollten wir das einbürgern, bei jeder Tagesordnung, bei jedem Tagesordnungspunkt die Redezeit auf 3 Minuten zu beschränken, weil wenn man in 3 Minuten nicht sagen kann, was man will, dann reichen meist auch 10 Minuten nicht. Ich möchte betonen bei der Debatte, dass die Ausschreibungen, die wir im Rahmen des Erneuerbaren Energiengesetzes 2016 eingeführt haben, ein großer Erfolg sind. Wir konnten dank dieser Ausschreibungen die Kosten im Bereich von Wind an Land bei der letzten Ausschreibung beispielsweise auf 5,73 Cent pro Kilowattstunde senken und im Bereich der Photovoltaik sogar auf 4,33 Cent. Und das ist ein enormer Erfolg in Richtung Wettbewerbsfähigkeit der Erneuerbaren, gerade wenn man schaut, wo wir daherkommen. Wir sehen also insgesamt, Wettbewerb ist nichts Schlechtes. Jetzt war es damals bei der Umsetzung so, dass einige befürchteten, die Bürgerenergie komme bei der Ausschreibung nicht mehr zum Zug. Daraufhin wurden Ausnahmeregelungen geschaffen, beispielsweise die, dass bei Bürgerenergiegesellschaften auf die bundesemissionsschutzrechtliche Genehmigung bei Teilnahme an der Ausschreibung verzichtet werden konnte. Diese Ausnahmeregelung kam übrigens aus dem Bundeswirtschaftsministerium selbst und auch die Grünen forderten diese Regelung mit ein. Nun hat sich gezeigt, dass es Missbrauch im erheblichen Umfang gegeben hat. Es wurden Zuschläge für Anlagen erteilt, die a. häufig keine Bürgerenergieanlagen waren und b. häufig dann nach Bezuschlagung doch nicht umgesetzt wurden. Diesen Missbrauch haben wir in der letzten Legislatur schnellstmöglich auch unterbunden. Die Regelung, dass auch Bürgerenergiegesellschaften eine solche BIMSCH-Genehmigung brauchen, lief befristet bis zum Mai diesen Jahres. Und wir verlängern diese Regelung jetzt vorerst noch einmal um 2 Jahre bis zum Juni 2020. Somit kann der Zubau im ursprünglichen Korridor weiter erfolgen. Es wird also keinen Fadenriss geben. Das ist ein wichtiges Zeichen auch für die Branche und die damit verbundenen Arbeitsplätze. Wir werden außerdem schauen, dass wir Bürgerenergiegesellschaften weiterhin innerhalb des Wettbewerbs zielgerichtet fördern können. Wir werden auch das EEG zusammen weiterentwickeln. Und ich bedanke mich jetzt auch bei allen Fraktionen, die diese Gesetzesinitiative unterstützen, die ja ursprünglich vom Bundesrat kam und jetzt auch noch mal geändert wurde. Die besondere Eilbedürftigkeit, die in diesem Fall gegeben ist, ist natürlich jetzt vorhanden, aber sie soll natürlich nicht zur Gewohnheit werden. Und ich hoffe, dass wir dann im Anschluss der Debatte den Boten zum Bundesrat noch rechtzeitig losschicken können, unter Umständen ja auch umweltfreundlich mit dem Fahrrad. In diesem Sinne bitte ich um Zustimmung und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Danke. Vielen Dank, Dr. Lenz. Nächster Redner, live Erik Holm für die AfD-Fraktion. Live Erik Holm ist der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der AfD. Liebe Bürger, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, es fällt mir schwer, heute zum EEG hier zu sprechen, während ganz Deutschland über den entsetzlichen Mord an Susanna diskutiert. Diese Tat macht uns alle sicherlich sprachlos und sprachlos macht aber auch das eklatante Versagen der Bundesregierung, das exemplarisch in diesem Fall zum Vorschein kommt. Und es ist wichtig, dass wir in diesem Hohen Hause über diesen Fall und das Versagen noch einmal diskutieren. Dafür wird die AfD-Fraktion sorgen. Kommen wir zu Ihrem Versagen beim EEG.
Der Gesetzentwurf zur erneuten Änderung der Änderung des EEG zeigt einmal mehr, wie Ihre Energiewende funktioniert, nämlich gar nicht. Nach nur einem Jahr zeigt sich, dass Ihre fixe Idee der Bürgerenergieanlagen ein famoser Schuss in den Ofen war. Man muss sich das mal vorstellen. Haben Sie ernsthaft geglaubt, dass sich Otto Normalbürger bei solch komplexen Projekten ins Abenteuer stürzt? Natürlich sind es die findigen Öko-Unternehmer, die es verstehen, den Merkel-Unsinn auszunutzen. Und man kann es ihnen auch nicht verdenken. Wer nimmt nicht gerne Geld geschenkt? Ihr Plan, mit der Gesetzesänderung von 2017 die Akzeptanz für Windkraftanlagen zu erhöhen, ist damit krachend und zu Recht gescheitert. Die Bürger wollen sich nämlich nicht durch tolle Renditeversprechen ködern und bestechen lassen, sondern sie wollen morgens vor ihre Haustür gehen und in eine intakte Natur blicken und nicht auf 200 Meter hohe Windanlagen. Und dann kommen Sie immer mit der angeblich so tollen Zustimmung in der Bevölkerung. Die Akzeptanz endet aber genau dann, wenn jemandem solche Anlagen vors Fenster gesetzt werden. Machen Sie doch mal eine Umfrage bei mir in der Heimat, in Altentreptow bei Neubrandenburg oder auf Rügen. Da sind Sie teilweise mittlerweile umzingelt von Riesenwindparks. Und ich kann Ihnen versichern, dass Sie Befürworter für diesen Irrsinn dort mit der Lupe suchen müssen. Wenn man sich die Kosten anschaut, kann einem ja auch ganz schwindelig werden. Seit Einführung der EEG-Umlage sind über 150 Milliarden Euro an die Ökostromerzeuger geflossen. Das ist ein halber Bundeshaushalt. Seit 2007 hat sich die EEG-Umlage versiebenfacht. Ein Ende ist nicht in Sicht. Und jeder muss das bezahlen. Jeder, natürlich nicht die energieintensive Industrie, aber sonst jeder. Auch die arme Seniorin mit Grundrente muss vollblechen. Mit Sozialpolitik hat das alles auch überhaupt nichts zu tun. Und nur am Rande, dem Klima helfen Sie mit Ihrer ökopopulistischen Politik auch nicht. Der CO2-Ausstoß ist in den letzten Jahren nicht gesunken, sondern gestiegen. Und er wird weiter steigen, unter anderem auch, weil Sie den Leuten die Dieselautos vermiesen, die wesentlich CO2-freundlicher als Benziner sind. Meine Damen und Herren, Ihr EEG ist Murks. Wir werden Ihre geplante Gesetzesänderung ablehnen, weil das ewige Herumdoktern an einem ohnehin gescheiterten Moloch keinen Sinn macht. Und im Übrigen hat die aktuelle Regelung einen Vorteil. Wegen der verlängerten Baufristen für die Bürgeranlagen werden die nächsten Jahre weniger Windräder aufgestellt als geplant und Bürger damit länger verschont. Vielleicht bekommen wir dann 2021, ich komme zum Schluss, eine vernunftbegabte Regierung, die Schluss macht mit dem Energiesozialismus von Schwarz, Rot, Links und Grün. Das EEG ist und bleibt ein planwirtschaftliches Monster, das keine Probleme löst, sondern immer nur neue schafft. Und da machen wir selbstverständlich nicht mit. Die Bürgerenergiegesellschaften hatten bei den Ausschreibungen Privilegien, konnten zum Beispiel ohne emissionsschutzrechtliche Genehmigungen sich bewerben. Und es führte dazu, dass sie häufig diese Ausschreibungen gewannen und dass sich hinterher herausstellte, dass es viele Neugründungen gab. Das will der Gesetzgeber jetzt unterbinden. Johann Sator von der SPD. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir debattieren heute über eine Bundesratsinitiative zum Thema Bürgerenergie. Es gab dazu Regeln in § 36g für Feinschmecker des Erneuerbaren Energiegesetzes, wo wir Bürgerenergieanlagen haben regeln wollen und sie vernünftig behandeln wollen. Die SPD weiß nämlich damals und jetzt genauso, dass die eigentlichen Pioniere und Vordenker der Energiewende die einfachen Bürgerinnen und Bürger sind. Und die SPD weiß, dass die erneuerbare Energien und die ländlichen Räume untrennbar miteinander verbunden sind, und zwar sowohl was die Produktion der Anlagen anbetrifft, als auch was den Betrieb der Anlagen anbetrifft und damit auch enorm Wertschöpfung in die ländlichen Räume gelangt. Mit dem EEG 2017 und dem Einstieg in das Ausschreibungsregime hat es eine Systemveränderung gegeben, die einen Regelungsbedarf mit sich gezogen hat. Die Bürger konkurrierten plötzlich mit großen Energiekonzernen oder mit großen Unternehmen, die projektieren wollten. Es musste ein Level Playing Field geschaffen werden. Das, was sozusagen große Unternehmen uns heute immer mal wieder sagen, schafft ein Level Playing Field, schafft für ausgleichende Gerechtigkeit. Und der Vorteil, der geschaffen werden sollte für die Bürgerenergiegesellschaften, war längere Realisierungsfristen, weil es einfach schwieriger ist, mit wenig Manpower so etwas umzusetzen, und die Befreiung von der Bundesemissionsschutzgenehmigung bei der Auktion. Ausgenutzt wurden diese von Scheinbürgerenergiegesellschaften. Und obwohl wir dabei besondere Sicherheiten eingebaut hatten, zum Beispiel, dass so eine Gesellschaft 10 natürliche Personen aus dem Landkreis als Mitglieder haben muss, zum Beispiel, dass es eine Frist gibt zur erneuten Teilnahme an Ausschreibungen,
Zum Beispiel, dass es ein verpflichtendes Beteiligungsangebot an die Standortgemeinde gibt. Es ist trotzdem ausgenutzt und auch ein Stück weit missbraucht worden. Und es gab sofort Erfahrungen der ersten Ausschreibung, als dieser 36G in Kraft getreten worden ist. Die waren, sage ich mal, vorsichtig ernüchternd. Und es war klar allen Beteiligten im Deutschen Bundestag, der sich damals so zusammengesetzt hat, dass es Handlungsbedarf gab. Und wir haben sehr schnell, auch interfraktionell, entschieden, dass die Aussetzung der Befreiung für Bürgerenergiegesellschaften von der Genehmigung nach der BImSchG erstmal erfolgen muss. Das war sofort in den Ausschreibungen wirksam. Wir haben es allerdings nur zunächst bis 2018 gemacht, um einen neuen Paragraphen zu finden für Bürgerenergiedefinitionen. Jetzt werden wir diese Aussetzung um 2 Jahre verlängern. Damit wissen alle Beteiligten, wie sie eben dran sind oder wie die Freunde des Gepflegten aus friesischem Plattdeutsch sagen würden, so steigt Haken in Stehl. Gesetzgebung ist sehr knapp, das gebe ich zu, aber wir schaffen das noch und möchte mich an dieser Stelle bedanken bei den Linken, bei den Grünen, bei der FDP für das zeitliche Entgegenkommen. Wir werden neue Regelungen für die Bürgerenergie finden müssen in den 2 Jahren. Für mich bedeutet das kommunale Beteiligung, wie wir das im Koalitionsvertrag schon festgelegt haben. Ich möchte eine Regelung, von der alle Einwohnerinnen und Einwohner einer Gemeinde profitieren, in der zum Beispiel Windenergieanlagen stehen und nicht nur wenige Mitglieder einer Gesellschaft. Nur so wird es Akzeptanz geben bei den Bürgerinnen und Bürgern für die Energiewende. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herr Saathoff, Sekunde bitte. Wie immer. Für Nichtkundige Ihrer Muttersprache bitte Übersetzung. Ich dachte, wir hätten keine Zeit. So steigt Haken in Stiel heißt so viel wie so sitzt die Hacke im Stiel. Vielen herzlichen Dank. Wir haben schon damit gerechnet, dass das kommen wird. Dankeschön. Herr Saathoff, nächste. Tja, das musste dann auch mal gesagt werden. Nächste Rednerin kommt von der FDP, Sandra Weser. Und sie ist Obfrau im Ausschuss für Wirtschaft und Energie. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es ist ja hinreichend bekannt, dass die in 2017 im EEG eingeführten Privilegien für Bürgerenergiegesellschaften krachend gescheitert sind und deswegen auch zurückgenommen werden müssen. Sie waren zu weit geschafft, zu weit gegriffen. Man konnte ohne BImSchG-Genehmigung und mit 2 Jahren Verlängerungsfrist bei der Umsetzung entsprechend an den Ausschreibungen teilnehmen. Und das wurde, wie eben schon ausgeführt, entsprechend zweckentfremdet. Profitiert haben vor allem Bürgerenergiegesellschaft getarnte Großunternehmen und nicht die Bürgergesellschaften, die eigentlich angedacht waren, wo sich Bürger in kleinen Gesellschaften zusammenschließen. Jetzt stehen wir heute leider wieder hier unter Zeitdruck. Es wurde eben mehrfach schon bemängelt und wir überlegen uns, wie machen wir das jetzt, weil schon im August 2018 stehen die nächsten Ausschreibungen an. Und wir müssen heute hier im Hauruck-Verfahren darüber entscheiden, wie wir damit umgehen. Und die Koalition hat es leider nicht geschafft, dieses Problem eigenständig zu lösen. Man bedient sich jetzt einem Gesetzentwurf aus dem Bundesrat mit einem Änderungsantrag der Koalition. Ich möchte Ihnen aber jetzt schon mal die Schweißperlen von der Stirn nehmen. Wir werden dem zustimmen, und zwar aus dem ganz einfachen Grund, weil wir nicht wollen, dass diese Privilegien weiter vorangetrieben werden. Und deswegen liegt uns an einem Aussetzen dieser Sondermaßnahmen. Mir stellen sich jetzt hier nur 2 persönliche Fragen. Und zwar, warum machen wir es in diesem Hauruck-Verfahren? Warum machen wir dieses Eilverfahren? Bis jetzt sind EEG-Reformen permanent hier durch den Bundestag durchgetrieben worden. Ja, es scheint Methode zu werden, dass das hier zur Gewohnheit wird. Und das Problem war ja schon lange bekannt. Nordrhein-Westfalen hat doch im Januar schon den Antrag in den Bundesrat eingebracht. Also hätte man da ja schon längst reagieren können. Ja? Und der Änderungsantrag von Ihnen letztendlich beweist doch, wie uneinig Sie sich sind in der Koalition, in der Definition, wie ein weiterer Ausbau erfolgen soll. Wir haben hier auch unterschiedliche Ansichten über den künftigen Ausbaupfad. Und es herrscht offensichtlich auch eine Uneinigkeit über die Definition von einem netzsynchronisierten Ausbau. Sonst hätten Sie es ja anders gelöst. Also ich sage Ihnen nur eins, wenn vor der Sommerpause noch weitere Gesetzentwürfe in diesem Hauruck-Verfahren hier durchs Parlament durchgetrieben werden sollen, dann können wir das auf Dauer nicht mitgehen, weil so geht eine Regierung nicht mit dem Parlament um.
Die zweite Frage, die sich mir stellt, ist Ihr Antragstext. Und zwar im Juni 2020 wollen Sie eine ausgewogene und dauerhafte Lösung für die Aussetzung schaffen. Meine Frage ist, warum machen wir es denn nicht sofort? Lassen Sie uns doch diesen Unsinn endlich abschaffen. Wir beschließen heute hier einen kleinen Baustein, ein Mosaiksteinchen in einem großen, großen Mosaik, das Energiewende heißt. Und die Konturen sind doch für den Betrachter völlig verzerrt. Niemand kann das mehr nachvollziehen. Wie oft haben wir die Energiewende nachjustiert? Wie oft sind Fehlentscheidungen korrigiert worden? Ständiges Herumdoktern führt zu Unsicherheiten auf beiden Seiten. Deswegen plädiere ich dafür, lassen Sie uns dieses System grundlegend reformieren. Lassen Sie uns endlich aus der Kosten- und Subventionsspirale aussteigen. Vielen Dank. Dankeschön, Sandra Weser. Nächster Redner für die Fraktion Die Linke, Lorenz Göster Beutin. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Im Sommer 2016 hat dieses Parlament an dieser Stelle den Bürgerenergieparagrafen im Erneuerbaren Energiengesetz mit heißer Nadel gestrickt. Die Linke hat damals schon auf das Missbrauchsproblem bei der Bürgerenergie hingewiesen, und so ist es ja dann tatsächlich auch gekommen. Über 90% der Zuschläge für Windenergie an Land ging an sogenannte Bürgerenergiegesellschaften, die trickreich von Großprojektierern in größerer Anzahl allein für diesen Zweck gegründet worden waren. Damit hat die GroKo die Bürgerenergie letztlich ausgebremst, eine Reform, die damals in die vollkommen falsche Richtung ging. Deswegen stimmen wir zu, dass alle Windprojekte künftig bei ihren Geboten eine Bundesemissionsschutzgenehmigung vorzulegen haben und dass sie die gleichen Realisierungsfristen wie alle Projekte haben sollten. Aber wo wir als Linke keinesfalls zustimmen können, ist erstens beim zu niedrigen Ausschreibungsvolumen. Sie haben ja bereits zugegeben, die Klimaziele 2020 werden Sie verfehlen, aber im Koalitionsvertrag steht dann drin, 2030 erreichen Sie dann auf jeden Fall. Aber wie wollen Sie denn 2030 dann erreichen? Ich erinnere daran, dass in Ihrem Koalitionsvertrag Sonderausschreibungen vorgesehen sind. Aber offensichtlich liegt es möglicherweise an der Blockade im Bundeswirtschaftsministerium von Herrn Altmaier, dass das nicht zustande kommt. Und wie in vielen anderen Fällen drängt sich auch hier der Eindruck auf, dass wir es bei dieser großen Koalition nur noch mit einer Chaostruppe zu tun haben, die zu zukunftsfähigen Entscheidungen nicht mehr fähig ist. Kurz und gut, wir brauchen noch in diesem Jahr den Beschluss zu Sonderausschreibungen, wenn wir annähernd überhaupt an die Klimaziele 2030 herankommen wollen. Wenn wir diese Lücke tatsächlich schließen wollen, müsste man 2018, also noch in diesem Jahr, zusätzliche 5 Gigawatt für Photovoltaik und Windenergie aufsetzen und in den kommenden Jahren weitere zusätzliche 3 Gigawatt. Aber davon ist bei Ihnen keine Rede. Wir als Linke schlagen aber genau diesen Weg als Alternative vor. Und zweitens müssen wir den Weg gehen, tatsächlich die echte Bürgerenergie zu retten. Weil ich weiß nicht, wie es in Ihren Wahlkreisen aussieht, aber auch dort werden Sie zu tun haben mit Zweifeln von Bürgerinnen und Bürgern, die mit dem Bau von Windkraftanlagen zu tun haben. Hier müssen wir doch gucken, wie können wir die Identifikation mit Windenergie, wie können wir die Identifikation mit den erneuerbaren Energien stärken. Also, wir brauchen eine Regelung zur Rettung der echten Windenergie, der Identifikation mit dieser Energiewende und mit den erneuerbaren Energien. Haben Sie endlich den Mut und reißen Sie Ihr Steuer herum. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Beutin. So, und die letzte Rednerin hier zur Änderung des Erneuerbaren Energiegesetzes kommt von den Grünen, die Sprecherin für Energiewirtschaft Ingrid Nestle. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Bemerkenswerteste an dieser Vorlage ist das, was nicht drin steht. Sie von der Koalition haben die vom Bundesrat gewünschten Sonderausschreibungen sogar aktiv gestrichen. Ich habe die Bundesregierung gefragt, wann und wie wollen Sie denn mal anfangen, Ihre erneuerbaren Ziele zu erreichen? Die Antwort Anfang dieser Woche war kurz gesagt, alles hängt vom Stromnetz ab. Hängt wirklich alles vom Stromnetz ab? Ich will das mit einer Geschichte illustrieren. Wir sagen mal, die erneuerbaren Energien, die sind die Kornfelder, da wird die Nahrung produziert. Die brauchen wir für den Klimaschutz. Das sind in der Geschichte die Kinder.
Im Moment haben wir so 38% erneuerbare, also sagen wir mal 38%, also 38 Kinder, die wir für den Klimaschutz brauchen. Im Jahre 2030 wissen wir, es werden 65 sein. Wir brauchen 65, sonst können wir die Ziele nicht erreichen, die auch Sie erreichen wollen. Es werden also mehr, wir brauchen mehr Kornfelder. Jetzt sagen Sie, alles hängt an den Netzen. Das ist jetzt in unserer Geschichte das Förderband zwischen den Kornfeldern und den Kindern. Ja, und da fällt ab und zu was runter. So 1% von dem Korn im Jahr fällt runter. 1% des Stromverbrauchs wird abgeregelt zurzeit. Sie könnten auch jede Menge Lösungsansätze wählen. Sie könnten zum Beispiel mehr Korn auf das Förderband packen. Ja, das nennt man in der Stromwelt Phasenschieber, Smart Grids, Temperaturmonitoring. Sie könnten sich vor Ort dafür einsetzen, dass die neuen Förderbänder, die wir brauchen, schneller kommen, anstatt hier in Berlin zu beklagen, dass sie nicht da sind. Sie könnten an dem Ende, wo die Kornfelder sind, könnten Sie sagen, naja, wenn hier mal gerade was nicht mehr raufpasst auf das Förderband, dann machen wir was Nützliches damit. Wir geben das anderen Kindern, die da vorne sind, ich nenne sie mal die Wärme, die Verkehrskinder, wo wir dringend mehr Klimaschutz brauchen, wo jede Menge Akteure bereitstellen, die Innovationen machen wollen, Power-to-Heat machen wollen. Wir können es in der Industrie verwenden, in den unterschiedlichsten Bereichen. Das alles können Sie machen. Und Sie können noch viel mehr machen, zum Beispiel weniger Kohle und Atomstrom da reinhängen. All das können Sie machen, aber eins können Sie nicht machen, nämlich sagen, ja, dann legen wir eben keine neuen Kornfelder an. Dann lassen wir die Klimaschutzkinder eben verhungern. Und das sind nämlich tatsächlich dann auch unsere Kinder. Ich finde, da kommen wir wieder in die echte Welt zurück. Denn auch die Ernährungssicherheit unserer Kinder hängt vom Klimaschutz ab. Herr Nüßlein, nur weil Sie die Geschichte nicht verstehen, müssen Sie vielleicht nicht drüber lachen. Es ist eine sehr, sehr ernste Geschichte. Und das Wichtige ist deshalb, legen Sie jetzt nach. Das, was Sie hier auf den Tisch gelegt haben, es ist nicht genug. Sie müssen nachlegen und den Ausbau der Erneuerbaren beschleunigen. Schon jetzt müssen Sie ihn verdoppeln, um die Klimaziele zu erreichen. Wenn Sie 5 Jahre warten, müssen Sie ihn vervierfachen. Nicht mal ich glaube ernsthaft, dass das zu erreichen ist. Im Moment passiert das Gegenteil. Man sieht die Folgen Ihrer unplanbaren Politik, die keine Investitionssicherheit schafft, schon daran, dass bei der letzten Ausschreibung nicht mal mehr genug Gebote abgeliefert worden sind. Sie machen den Ausbau der Erneuerbaren kaputt, anstatt ihn voranzubringen. Bitte gehen Sie mit dem, was Kanzlerin Merkel gestern gesagt hat, das Klimaabkommen. Es ist lebenswichtig für diesen Planeten. Und deshalb müssen die Erneuerbaren ausgebaut werden. Für das Stromnetz gibt es jede Menge Lösungen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Ingrid Nestle. Ich schließe die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung über den Gesetzentwurf des Bundesrats zur Änderung des Erneuerbaren Energiengesetzes. Der Ausschuss für Wirtschaft und Energie empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 2581 den Gesetzentwurf des Bundesrats auf Drucksache 1320 in der Ausschussfassung anzunehmen. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf in der Ausschussfassung zustimmen wollen, um das Handzeichen. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Der Gesetzentwurf ist damit in zweiter Beratung angenommen. Zugestimmt hat die SPD, CDU, CSU und die FDP. Dagegen war Fraktion Die Linke und die Fraktion der AfD und enthalten hat sich Bündnis 90 Die Grünen.